Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Das mal um eine Taschenlampe Shadowhawk und dann würde ich sagen, packen wir das mal gemeinsam aus. Ich habe ja auch schon die Schere des Todes. Das ist nicht klar so schön wunderbar eingepackt. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Na ja, gut. Das ist in einer Transportkiste, also ein Hartscheinkoffer, würde ich fast sagen. Eine Schlaufe zum Tragen, finde ich nicht schlecht. Ja. Eigentlich das Üblichste. Ist viermal arretiert. Und dann machen wir das mal auf. Dazu kommen wir gleich. Hier ist die Tasche. Ein Akku. Hier haben wir noch eine kleine Lampe. Aber die ist eigentlich. Dann noch drei Batterien und USB-A auf USB-C. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dann die Anleitung dazu. Man sollte sich auch richtig rumhalten. Auch in deutscher Sprache: Spanisch, Italienisch, Japanisch, Französisch haben wir hier noch und Britisch. Ja, hier ist dann die Anleitung, was das kann. 5 Modi soll das haben. Und das werde ich dann auch gleich mal testen und hier im Video zeigen. Und dann hat man eine schöne Outdoor-Taschenlampe oder besser gesagt auch für Camping oder für LKW oder speziell gesagt Kraftfahrer. Das ist ja für verschiedene Zwecke gedacht. Und dann werde ich das gleich mal aufladen, aber erstmal gucken wir uns das die Lampe an. Oh, sehr schwer. Ja, das wird, ich glaube, sehr heiß, deswegen ist auch dieser Warnhinweis. Auf jeden Fall ist ja sehr massiv. Ist zwar jetzt nicht richtig schwer, aber leicht ist ja auch nicht. Also man fühlt schon, dass man was in der Hand hat. Und seht ihr diese schöne große Linse hier? Ja. Dann wollen wir doch. Hier ist das Batteriefach. Gut, man hat die Möglichkeiten, die drei hier einzusetzen. Das können wir gleich mal machen. Ich habe die jetzt mal ausgepackt. Das kann man ja machen, wenn man das schnell haben möchte. Ich setze die mal hier ein. So, ich habe die jetzt mal eingesetzt. Dann kommt das hier noch so rein. Und dann ist das auch geschützt, das Ganze. So, ich habe das jetzt auch schon eingesetzt. Aber bevor wir gleich die einmal anmachen, hier ist so eine Gummiabdeckung. Und dann haben wir hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ich komme ein bisschen dichter dran. USB-A und USB-C. Wie gesagt, hier ist das Ladekabel. Ich mache die jetzt mal an mit den mitgelieferten Batterien. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann sieht man auch hier diese 4 blauen LEDs. Nochmal drauf drücken, dann wird das ein bisschen anders. Gut, jetzt habe ich natürlich hier auch keine große Entfernung. Dann wird es ein bisschen dunkler. Schnelles Blinken. Jetzt ist es langsam, das Blinken. Ja, fast wie ein SOS-Zeichen, würde ich fast sagen. Ich würde sagen, das ist SOS. Und das war es dann auch schon. Ja, wir gucken uns mal den Akku dazu an. Das ist ein 5000 mAh Akku. Den habe ich auch schon geladen. Da haben wir hier auch eine schöne Tasche noch.
mit Klettverschluss. So robust. Hier können wir den Gürtel durchziehen, also eine Gürtelschnalle. Wir können aber auch das Ganze öffnen. Dann haben wir noch eine andere Option. Ich tausche jetzt einmal die Batterien aus gegen den Akku. Aber da dürfte das Licht jetzt nicht deswegen stärker sein oder länger sein. Das ist für mich persönlich eine Notlösung, falls der Akku mal nicht voll ist, dass man mit kleinen Batterien auch noch Licht hat. Wie gesagt, das ist jetzt, dann brauche ich diesen Einsatz nicht mit reinmachen. Der ist nämlich nur dafür gedacht. Rein und dann schön zudrehen, damit es dann auch wasserdicht bleibt. So, jetzt ist es schön. Ist minimal schwerer, aber das ist nicht viel. Und dann haben wir die gleichen Modis auch. Wie gesagt, dann wird es nochmal zweimal dunkel. Jetzt fängt es an ordentlich zu blinken. Ich glaube, das seht ihr dann auch. Ja, dann haben wir unsere SOS und das war es dann auch schon. Klein, handlich, relativ auch leicht. Und ja, das. Ich werde sie jetzt nicht anmachen, dann würden wir jetzt alle, ja, blind vielleicht nicht, aber wir würden ja nichts mehr sehen können. Und dann würde ich sagen, dann soll es das hier auch gewesen sein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Techdig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdig.